Hopton? Hopton. Enchanté. Sind das die Waren? Alles, was der Gouverneur versprach. Und ein paar Sonderposten von euren Freunden aus dem Bad. Exzellent. Und niemand ist euch gefolgt? Jedenfalls niemand, der noch lebt. Monsieur Hopton, wie geheim ist eure Abmachung mit dem spanischen Gouverneur? Jeder Trottel sieht, dass die Spanier die Engländer aus ihrem Gebiet halten wollen. Warum sollten dann spanische Soldaten auf uns schießen? Wir trafen mal einen Mann, dem dieses Arrangement missfiel. Schwieriger Bursche. Vasquez, so hieß er, glaube ich. Der Company Man ist hier. Der wer, bitte? Monsieur Hopton, wollt ihr eure Waren sicher aus Louisiana herausbringen, wäre zusätzlicher Schutz angemessen. Darf ich vorschlagen, dass George euch begleitet? Sicherlich. Wenn er bereit ist zu kämpfen, nehmen wir Patrioten ihn gern mit. Ich werde für euch kämpfen, Sir. Für jedes Ziel. Seid vorsichtig, Monsieur Hopton. Ich hoffe, wir sehen euch wieder. Monsieur Roussillon und ich machen gern mit euch Geschäfte. Bis dann. Die Patrioten sind euch sehr dankbar. Krokodil die ganze Zeit im Hintergrund. Oder zumindest das Geräusch. What the fuck ist hier los? Okay, ich hatte schon Angst, dass das nicht weggeht. So. Ruhe, ihr Drecks. Was soll hier eigentlich ein Wolf sein? Ich habe noch nie gehört, dass Wölfe im Bayou sind, geschweige denn in der Nähe. Klar, Wölfe hört man, aber Alligatoren und so sieht man hier nicht. Ah ja! Wer kennt es nicht? Okay, hier durch den Baum ist viel einfacher. Wäre viel einfacher so. Ja, halte ich nicht fest. Okay. I guess so. Kann sie nicht nach rechts springen dabei? Nein. Ezio konnte hochklettern, nach rechts springen. Sie kann nur hoch. Nur hoch. Oh. So. Klar, habe ich genau gesehen. Das war so der Plan. Wo ist denn das verdammte Ausrufezeichen? Ich will doch nur nach New Orleans zurück. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen froh, wenn wir das Spiel durchhaben. Aber nur weil... Das habt ihr nicht gesehen. Es ist mir gerade eben wieder abgestürzt. Ich habe es so geschnitten, dass es für euch quasi straight läuft. Aber Story- und Spieltechnisches finde ich jetzt eigentlich ganz geil, aber der Port, wie das portiert wurde, kodiert, wie auch immer man das nennt, ist absolut grauenhaft. Wirklich, das macht wirklich keinen Spaß daran. Deswegen bin ich ganz froh, wenn es dann vorbei ist. Und ich glaube, ich werde nach dem Assassin's Creed, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, erstmal ein bisschen Pause einlegen, bis der nächste Teil dann eintreffen wird, also bis wir dann 4 anfangen. Das sage ich jetzt so, ich weiß noch nicht, ob es so sein wird, vielleicht machen wir auch direkt weiter. Ich habe auch Bock, ein paar neue Spiele zu spielen, nebenbei sei schon, noch ein paar neue Spiele anzuspielen und zu spielen und zu machen und zu tun. Vertraue ihnen nicht. Was zum Teufel ist das? Warum? Wie gesagt, ich will auch neue Spiele spielen, so meine ich so, die jetzt frisch rausgekommen sind. Und wenn ich zu viele Sachen auf einmal spiele und nichts davon fertigstelle, das finde ich ätzend. Reicht das? Komm her. Geil! Den Typen noch runtergezogen. Deswegen seid mir da nicht böse,
Für mich ist einfach nur das Ziel, dass wir alle Assassin's Creed-Teile hier einmal auf dem Channel haben als Let's Play. Das ist für mich eins der Hauptziele. Alter, wieder der Aufklatsch, ne? Wo ist denn hier Burger E? Das ist der Steckbrief. Und hier ist noch das Sofa, ne? Der Hund ist Burger E. Da. Woher weiß er eigentlich, dass er Burger E ist? Ja, bleib hier verdammt nochmal. Ja, doch nicht den, Alter. Bist du irre? Ja, die ist auch so dämlich. Kann ich ihn einfach erschießen? Nee. Ja, so. Nur eine Geste. Kaum genug. Ich kann Ihnen Lohn bieten, doch was bedeutet Geld ohne Freiheit? Eines Tages wird sie kommen. Oder du bringst sie. Ich weiß es. Und in der Zwischenzeit? Soll ich mir auf die Schulter klopfen, während sie tagtäglich misshandelt werden oder schlimmer? Die Templer werden die Sklaven niemals befreien. Sie halten selbst die Reichen in Ketten. Auch wenn das kaum einer vermutet. Gerald, wenn Vater meine Mutter nicht befreit hätte, wäre ich in der gleichen Lage. Doch er tat es. Dennoch schulde ich es ihnen. Volle Synchro. Achso, jetzt bin ich hier und jetzt geht das Gespräch los, oder wie? Ich bin so verwirrt, ehrlich gesagt. Hallo? So. Reden wir jetzt mit ihm? Oh ja. Aveline. Gerald, er ist zurück. Vasquez, der Company Man. Hat ihn einer deiner Informanten gesehen? Nein. Aveline, seit letzter Woche habe ich zwei Männer verloren. Getötet. Mit Gift. Das ist sein Werk. Ich muss ihn finden. Vielleicht besucht er den Kapitänsball heute Abend. Soll ich dich als Gast anmelden? Ja. Danke sehr, Gerald. Und, Aveline, du wirst einen Begleiter brauchen. Möchtest du nicht, Gerald, möchtest du mich vielleicht begleiten? Nun... Ja, damit du nicht so auffällst, ist es, glaube ich, am besten. Streng geschäftlich. Natürlich. Natürlich. Doch nicht zu streng, hoffe ich. So, mit dir an meiner Seite kann ich die anderen ja jetzt betören, ne? Und die Leute müssen schon Gespräche führen. Guten Tag, der Herr. Hallo, meine Damen und Herren. Revolution! Welch ein nobles Konzept! Natürlich, Krieg ist auch immer gut fürs Geschäft. Besonders ein Krieg, der nicht auf unserem Boden stattfindet. Der spanische Gouverneur versorgt mich mit Waren, ich liefere sie meinen Geschäftspartnern im Bayou und sie erledigen den Transfer. Ohne Blutvergießen. Für mich. Aveline, reizend wie immer. Wie geht es eurem Vater? Er ist stur, wie immer. Ich hoffe, ihn bald wieder auf den Beinen zu sehen. Gewährt mir einen Tanz, damit ich eure Anmut vorführen kann an eures Vaters Stadt. Das ist sehr höflich, Monsieur de Saint-Maxon. Und warum tanzen wir nicht an Ihrem geschätzten Mitarbeiter mit der blauen Krawatte vorbei? Ich würde ihm gerne ein mögliches Geschäft vorschlagen. Aveline, immer so ernst. So gar nicht wie meine Tochter Marie Félicité. Oh, Taschendiebstahl.
So. Türen, erstmal beklaue ich einen. Guten Tag. Oh. Ah! Kann ich hier auch darf die Falle reintun? Cool. Ah ne, warte, muss hier. Die Herren? Unter der Uniform ist er kein wahrer Soldat. Ich sag's euch. Zweimal wurde ich angeworben und sollte sogar befördert werden, würde ich in ihrer geheimen Einheit dienen. Aber ich traue dem nicht, no, Senor. Guter Mann, wir bräuchten mehr junge Männer wie dich. Männer, die Köpfchen haben. Guten Abend, Senorita. Ihr kommt mir bekannt vor. Wart ihr letzte Woche bei dem Abendessen des Gouverneurs? Es tut mir leid, ich weiß euren Namen nicht mehr. Nur allzu verständlich für einen Mann mit solch wichtigen Aufgaben wie euch, Kapitän. Gott sei Dank haben wir Männer wie euch in der Kolonie. Ich habe zu danken, Senorita. Erlaubt mir es, euch mit einem Tanz zu beweisen. Selbstverständlich, Kapitän. Ich mahne euch zur Vorsicht, Senorita. Selbst hier auf dieser herrlichen Feier ist Gefahr präsent. Nicht alle Soldaten sind so, wie sie scheinen. Wir sprachen gerade von einem solchen Schurken. Wie skandalös! Ist er denn hier? Ist er. In diesem Moment sitzt er an einem abgeschiedenen Tisch. Bist du Gavotte, Kapitän? Ich denke an nichts anderes. Aha. Und die Leute müssen schon Gespräche führen, immer noch, okay. Geh jetzt mal schneller dahin. Guten Tag. Oh, der sieht aus wie was. Der sieht schon aus wie ein Spanier. Wenn ich heiraten soll. Wer immer von uns der beste Tänzer ist. Wollt ihr, dass ich mit euch allen tanze? Das wird aber anstrengend. Bitte, Senorita. Ihr könnt euch die Mühe sparen. Ihr braucht nur mit mir zu tanzen. Marie Félicité. Ich dachte, des Saint-Maxons Töchter hätten nur Augen für Gouverneure. Und wen haben wir hier? Senorita, nennt uns euren Namen, damit wir wissen, wie wir die holdeste Dame des Balls ansprechen müssen. Hold? Wohl kaum. Aber dennoch, euer Teint ist betörend. Bitte, Senorita, lasst mich eure Tanzkarte vervollständigen. Ich fürchte, sie ist bereits voll. So war sie schon immer. Wusstet ihr, dass sie ihres Vaters Lagerhaus den Teegesellschaften vorzieht? Sie hat nie Zeit für uns. Und erst ihr Teint. Sicher, sie ist ein enger Freund der Familie, doch ihre Mutter, es ist schockierend. Ah ja, finde ich auch schockierend, was du dabei hast. Warte mal. Kann ich... Geht das nicht? Wollten eigentlich. Ja, bestimmt der Tänzer da. Ziel lokalisiert. Das ist, wo es geht. Komm schon. Piu. Mann, das geht nicht. Wie unfair. Lade ich das mal lieber nach nochmal schnell. Okay, der eine sah mehr aus wie ein Vasquez als er. Vasquez? Hallo. Senorita. Nun, ich glaube, der nächste Tanz ist ein Menuett, Senor Vasquez. Si, si. Können wir das irgendwo unter uns besprechen? Si, si. Geht nur voraus.
Kommt, kommt, folgt mir. Seid ein braver Hund. Warte, muss ich nach oben? Ich muss nach oben, ne? Was geht's? Wir müssen nach oben. Hab mich vertan. Kommt, kommt. Kommt bei Fuß. Ihr sabbernder Hund. Was habt ihr gesagt, Signorita? Ich sagte natürlich, ihr feiner Augenschmaus. Folgt mir bitte. Ich kenne dort ein stilles, ruhiges Örtchen. Da wird man uns nicht so leicht stören. Oder anscheinend doch. Mach Platz, Junge. Kommt. Da fragt noch ein höher. Ah, ihr seht heute so gut aus. Tot natürlich. Gute Nacht, Company Man. Company Man? Nein, das ist ein Irrtum. Was? Sinnloser Mord. Wunderbarer Tod. Sie wird sich dafür rächen. Sie, unsere Mutter. Sie ist der Company Man. Ich sehe schon kommen. Oder unsere Stiefmutter. Ah, das hat bestimmt irgendwas mit der Familie zu tun. Hallo, hey, Alada, hey. Oh, wir müssen schnell hier verschwinden. Madeleine. Aveline. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam deinetwegen. Wie konntest du? Ein Ball, wenn dein Vater im Sterben liegt. Ich spar dir die Worte. Es ist zu spät. Er ist tot. Papa. Nein. Fuck. Was für ein Mist. Die haben mich doch angegriffen. Meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater gestorben ist. Und das Erste, was die Wache macht, ist mich angreifen. What the heck? What the fuck? Madeleine. Aveline. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam deinetwegen. Wie konntest du? Ein Ball, wenn dein Vater im Sterben liegt. Ich spar dir die Worte. Es ist zu spät. Er ist tot. Papa! Nein. Okay, jetzt werden wir wenigstens nicht angegriffen. Es tut mir leid. Dir muss klar sein, dass er dir unter diesen Umständen nichts hinterlassen konnte. Natürlich steht dir mein Haus jederzeit offen. Sein Testament ist mir egal. Sein Tod jedoch nicht. Sein Geschäft läuft auf meinen Namen, doch ich sehe es als deins. Kein Gesetz wird zwischen uns stehen. Alter. Er hat sich gedacht, okay, wenn die Alte nicht kommt, kriegt die gar nichts, ne, Mutter. Und die Alte, die ist ja auch nur geldgeil, Alter. Als ob die sich für den interessiert hat. Die wollten nur seine Moneten das Haus haben. Die ist genauso betrügerisch. Lumpig. Aber so heißt es. So heißt es hier, also. Guck mal, wer ist er denn, Alter? Dumbo. Schreck läuft hier rum. Das Ding wieder ein. Hier sind Kinder. Nach Norden gehen, um den Company Man zu finden. Der Wiederaufbau unseres Netzwerks sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat, reicht unser Arm nun dank unserer amerikanischen Freunde weiter als je zuvor. Einer der neuen Informanten fand einen Loyalisten in New York, der mit ein wenig Nachdruck den Company Man vielleicht demaskieren könnte. Bitte, geh nach New York und suche deinen Bruder Connor. Ich bat ihn um Hilfe bei der Suche nach Officer Davidson aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Connor.
Na, jetzt wird's mal interessant. Aveline bezahlte einen hohen Preis für die Ermordung von Vasquez, der, wie sich herausstellte, nicht der gesuchte Companion war. Und da sie ihrem Vater in seinen letzten Stunden nicht zur Seite stehen konnte, wachsen nun in ihr Zweifel an ihrem Verhalten. Ihre Treue zur Bruderschaft gerät ins Wanken. Ah, guck mal, wir haben jetzt ein Upgrade an der Kleidung bekommen. Weil es da kälter ist. Jahre vergehen, das Geschäft floriert, doch der Company Man bleibt auf freiem Fuß. Der Hinweis eines Informanten gibt Anlass zur weiteren Nachforschung oder so. Kann ich schnell genug lesen. Nein, Schnee. Connor treffen. Oh ja, Connor! Mein Boy! Boy. Connor? Ich bin Aveline de Grand Prix. Dein Bruder aus New Orleans. Ja. Achilles sagte, du würdest kommen. Ich suche einen Loyalisten. Officer Davidson. Aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Das Regiment ist hier durchgezogen. Sieh dir nur all die Zerstörung an. Ihre Spur führt hier lang. Wir folgen ihnen unauffällig. Da war Achilles noch im Leben. Durch die Bäume. Eine Falle. Folge du der Wache. Ich halte diese Männer auf. Mach sie fertig, Connor. Die Wache fangen? Okay. Ich wollte schon die Pistole zücken. So, mein Freund. Den Weg abgeschnitten. Lass mich los! Wenn du leben willst, sprich. Wo ist Davidson? Wer? Komm schon, letzte Chance. Er ist im Vor. Viel zu leicht. Warum genau nennt ihr euch noch gleich Loyalisten? Loyalität ist leichter im Schutz eines Forts, als draußen im Schnee mit einem Messer am Hals. Lauf heim, los! Und lass dich nie wieder blicken. Du würdest es sicher bereuen. Ja, Ma'am. Jetzt gefeiert der Connor jetzt so die Axt geworfen. Im Rücken. Verdammt. Schade, dass Achilles noch lebt. Hier in dem Segment. Also, nicht böse gemeint, aber der Connor nach Achilles Tod war so fucking badass. Der hätte den gefangen und alle gleichzeitig gekillt. Und Aveline hat den Steinbau gehalten, warum sie so langsam war. Der wäre schon beim Fort angekommen. Der hätte gesagt, wir treffen uns beim Fort. Ich weiß schon, wo ich hin muss. Fang nur den Loyalisten und finde es heraus. Zack. Vor allem wir klettern. Ich sehe nur mich klettern. Connor, wo bist du? Connor schwebt wieder die ganze Scheiße hier hoch, ne? Ja, nee, ist klar. Können wir bitte nicht in den Rest des Wasserfalls wieder runterfallen, während die Kamera irgendwelche Sachen macht? Oh Gott, ich sehe uns schon wieder unten stehen. Wieso kriegt Connor einen Lebensbalken? Als ob ich ihn verteidigen müsste. Der Typ ist absolut ein Berg. Ein absolutes Monster, der Assassin, Alter. So wie der sich da oben durchschwingt und der absolute Giga-Chat ist. Braucht der keinen Lebensbalken? Ich brauche einen Lebensbalken. Er müsste mich beschützen. Oh. Connor, siehst du das? Böse Buben. So. Guck mal hier, mit dem Blasrohr. Flup. Jetzt warten wir. Also, bist du irre? Hier, nimm das. Hier, du bist das. Mit der Axt, Junge. Hier. Oh. Der Dicke da mit der Axt, den will ich gerne haben. Flup. Was ist dein Problem? Dich werd ich lehren. Nix wirst du lehren. Connor, nein, tu's nicht! Er ist auf unserer Seite! Connor. Okay. Ruhe. Serienattentat ist verfügbar. Oh, Connor hat er. Alter. Vergesst halt immer, dass es das gibt.
Wo ist denn das? Ja. Lacht am besten. Hä? Hier. Du lachst gar nicht mehr. Ah, Alter. So, hier. So, hier. Du lachst gar nicht mehr, mein Freund. Dafür kriegst du die Axt in die Birne. Was ist denn das für eine Brücke? What the fuck? Wenn ich da vorne die Peitsche benutze, muss dann... Kommst du da rüber? Kommst du da nicht rüber? Conner, jetzt mache ich mir aber langsam Sorgen um dich. Also mit dem Balken stoßen. Ach, den. Wollte schon sagen, wie soll das denn hier gehen? So. Ja, klar, der steht einfach da random jetzt auch da. Komm, scheiß auf. Lass uns einfach ein Assassinenpärchen werden, Connor. Wir werden! So. Zack. What? Aua, Connor! Konnte einfach mir eine verpasst, WTF? Findest du einen Weg rein? Ich gehe außen rum und lenke sie ab. Okay. Ja, klar finde ich einen Weg rein. Ich kann hier durch die Bäume. Bin den Schüssen einfach ausgewichen. Hast du das gesehen? Axtmörder nennt man sowas. Ja, mit der Peitsche. Und mit der Waffe. Heute wird einer erschossen. Guten Tag, der Herr. Davidson. Davidson. Ich komme. Oh, der sieht aus wie ein Davidson. Den Wachturm betreten. Du hast ihn eigentlich umgebracht. Komm her. Was so? Ah! Was? George? Bist du das? Officer Davidson. Würdest du mir bitte den Respekt erweisen, der mir zusteht? Du kämpfst für die Briten? Du arbeitest für meinen Feind, der dich versklavte? Das stinkt zum Himmel! Ha! Die Loyalisten versprachen mir die Freiheit. Dafür kämpfe ich und werde auch gewinnen. Unterdessen sind die Armen und Sklaven ihre Opfer in New Orleans. Und du spielst den Helden in New York. Wem dienst du denn? Und hältst du dich tatsächlich für frei? Nächstenliebe beginnt bei sich selbst, Miss Aveline. Ja, kommt mal her, Jungs. So.
Der erste ist tot. So. Zack. Der hatte schon die Axt in der Brust. Gut, hier ist der Weg. Alter, ist das unübersichtlich hier. Oh, mit deinem Arsch. Ich sage, die Mutter ist der Hauptfeind. Die Schwiegermutter, Safe Call. Wo ist Connor? Ich glaube, das war Connor. Connor. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Nun, im Tod, findest du Freiheit. Du spottest, Männer. Ich wählte mein Schicksal. Das ist wahre Freiheit. Vielleicht verstehst du es eines Tages. Ich... Wer ist der Company Man? Ha. Die Antwort lag die ganze Zeit in greifbarer Nähe. Mach endlich die Augen auf. Hast du gefunden, was du suchtest? Ja, und leider noch viel mehr. Connor, bist du dir stets sicher, was Mittel und Wege der Bruderschaft angeht? Ich vertraue meinen Händen. Natürlich. Gute Reise. Es ist die Ankunft, die mich sorgt. Dann bist du auf dem rechten Weg. Oder der Dings da rum ist da. Der, die Mutter? Ich call's jetzt rein. Es ist die Mutter oder der andere, der immer unser Verlobter da ist. Keine Ahnung. George Davison gab Avelin einige wenige, doch wichtige Hinweise zur Identität des Company Man. Schweren Herzens kehrt sie nach Hause zurück. Hier unser Freund, der da mal sagt, ich bin der, ich helf dir da, Avelin. Die Wahrheit wurde aufgedeckt, nun wartet die logische Schlussfolgerung. Aber muss die Mutter sein, die war die Einzige, die mit George da in Kontakt kam, ne? Die hat uns doch sogar den Auftrag gegeben, George zu helfen, meine ich sogar. Also muss die Mutter der Company Man sein. Die sagte ja auch von vornherein, ich kann dir helfen, wenn weitere Sklaven freikommen müssen. Ist dein Apfel woanders? Wieder da noch. Der ist da komplett kein Fein, ey. Ja. Junge, Butter bei der Fische. Entschuldigung. Ei! Oh! Ah! Weg war der. Platz. Weg da. Geil wäre, wenn ich einen Schmuggler beklauen könnte. Das wäre auch witzig, ne? Weg da. Ja, ich tanze gleich mit dir, ey. Den Tanz des Todes tanze ich mit dir. Ich habe keine Zeit für eure Scheiße. So wird hier getanzt. Okay. So.
Zack, zack. So, weg mit dir. Entdecke, was du eigentlich nicht sehen solltest. Ja. Der hat auf jeden Fall nichts gesehen. So, jetzt verstehe ich das. Hier mit. So. Einfach random erschossen. Oh, Alter, der bockt mir ins Gesicht. Bockt dir ins Gesicht, du blende dich. Eieiei. Mach keinen Scheiß, Junge. Katze. Sorry. Ach, jetzt habe ich die Pistole ausgerüstet, deswegen konnte ich den einen da nicht. So, das mache ich jetzt hier. Zack. Ah, aua. Verdammt nochmal. So, hier. Der Peitsche trifft auch dich. So, sorry. Muss eben die Katze nebenbei rauslassen, nachdem ich alle abgemurkt habe. Achso. Kann der auch da oben drauf sein? Nee, oder? Hoffentlich nicht. Ja, genau. Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Wo soll denn der Freak sein? Da muss ja irgendwo oben drauf sein. Platz machen, die ja pfeifen. Dreckiger Hafensänger. Oder kann man hier irgendwo rein? Ach, ganz ehrlich, scheiß auf. Keine Lust, jetzt die ganze Zeit da rumzusuchen. Ja, ja. Entdecke, was du eigentlich nicht sehen solltest. Ja, ich wäre schon froh, wenn ich entdecken könnte, wie ich da rüberkomme. Du glaubst, du könntest kämpfen? Das ist so dämlich, Alter. Mann. Erst greifst du 7 an, dann stehst du nur da rum. Hi. Kann ich nicht auch am Boxen? Nee. Schade. Ja gut, wir klettern über den Zaun. Mama! Mama! Heute stirbst du allen Todes. Ja, genau. Aufdeckung der Wahrheit. Es ist die Mutter Safecore. Ja, ja, da ist sie, die kleine verlorene Mistsau. Aveline! Welch freudige Überraschung. Verlief deine Reise sicher? Sicherheit? Ha! Das ist doch nur eine Utopie. Aveline, geht es dir gut? Du musst nicht länger die Mutter spielen, Company Man. Ich kenne nun deine wahre Identität. Oh, Aveline, sei nicht so böse. Glaubst du etwa, dass ich nicht wüsste, was du tust, wenn du des Nachts aus dem Fenster und über die Dächer kletterst? Wie du deinem Vater die zierliche Tochter vorspielst? Wie du dich ausgerechnet unter Sklaven mischst, selbst das noch? Als könntest du deine wahre Natur vor mir verbergen. Meine liebe, süße Stieftochter. Du lebst nur deshalb noch, weil ich dich brauchte. Weil ich dich immer noch brauche. Wofür? Setz dich. Oh shit! Flüchten? Mehr weit gekommen. Stehen geblieben! Jo, voll das Erschießungskommando hier.
Meinst du nicht? Meine Männer werden dich töten. Was bleibt denn noch von deiner kleinen Bruderschaft? Lasst nur. Sieh uns an. Traurig. Wie viele Jahre arbeiteten wir zusammen für die Sklaven? Du unterdrücktest sie. Nach deinen Regeln. Du dachtest nur an deinen Profit. Du hast es beendet. So wie ich wollte. Monsieur de Ferrer jedoch hatte anderes im Sinn. Er machte meine friedliche Kolonie zu einem Zuchthaus. Du musstest ihn töten. Dafür danke ich dir. Ich glaube dir nicht. Aveline, ich liebe dich. Wie meine eigene Tochter. Ich kann keine Kinder kriegen, doch du brachtest Licht in mein Leben. Mein ganzes Leben belogst du mich. Es tut mir leid. Es war notwendig. Als Mutter musste ich dich schützen. Sieh mich nun an im Licht der Wahrheit. Du weißt, wie es ist, ein geheimes Leben zu führen. Deine Macht mit Frauenkleidern zu verhüllen. Männern gehorsam vorzugaukeln, die deine wahren Fähigkeiten nicht dulden wollen. Bin ich dir denn tatsächlich so fremd? Ich brauchte dich, um die Gewalttäter in meiner Organisation zu vernichten. Ich brauche dich noch immer. Die Assassinen dürfen dein Talent nicht vergeuden. Dafür bist du mir zu wertvoll. Als Werkzeug zur Manipulation? Ich weiß, du bist frustriert. Agathe! Ich widersetzte mich. Ansonsten wäre der Ferrer nämlich noch am Leben. Siehst du? Wir wollen dasselbe. Gemeinsam, Aveline. Bringen wir es zu Ende. Okay, wir machen so eine Riesenszene auf Straße und keinen interessiert, okay? 30 Millionen Wachen um uns herum? Nach einer Konfrontation mit dem Company Man, niemand anderem als Madeleine de L'Ole, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ihrer geliebten Stiefmutter, fühlt sich Aveline verwirrt und einsam. Sie reist in den Barrio, um Agathe nach Rat zu fragen und ihren Glauben an die Bruderschaft auf die Probe zu stellen. Agathe! Der Lehrling kehrt zurück. Warum? Welchen Nutzen hat der alte Agathe noch für dich? Ich habe die Identität des Company Man aufgedeckt. Was? Hast du ihn nicht vor Jahren getötet? Das war nicht der Company Man. Du wolltest ja nicht hören. Jetzt erkennst du den Fehler. Du trägst die Verantwortung dafür ebenso wie ich, Agathe. Ich war ein Kind, als ich mich der Bruderschaft anschloss und du mich zu Assassinen machtest. Du gabst vor, mich zu schützen, den Feind auszumerzen. Und die ganze Zeit war meine Stiefmutter Madeleine der Company Man. Die Boshaftigkeit liegt in der Familie. Holy shit, Alter, er ist ja genauso trash. Agathe, halt! Komm wieder zu Sinnen! Ja, genau, kein Nein. Schaden. Das kann nicht sein. Agathe! Was hast du mir angetan? What the fuck? Der Orden ist die Zukunft. Hier? Oh. Hier. George Washington verarme. Wer bist du? Alter, Stammesmitglieder hier. Aber du... Ach, das ist der eine Heini da. Makandal. Oh, von mir. Spürst du nun dein Gewissen? Agathe! Halt! Der Tag, an dem die Seeleute dich angriffen. Ich hätte nicht einschreiten sollen. Ich dachte, du hättest die Seele eines Kriegers, wie deine Mutter. Doch du schlägst nur nach deinem Vater. Diesem bleichen Sklaventreiber. Meine Mutter hat keine Seele des Kriegers. Sie sitzt nur da und chillt ihr Leben. Komm her! Dazu hast du kein Recht. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein. Guck dir sie an, hier. Zack. Der Ferrer stirbt. Ja, genau, Alter, wer bist du eigentlich? Was geht's oder was? Keine Ahnung, du kriegst auf jeden Fall tot. Gib mir das her. Ich werde einfach Agathe erschießen. Mach die Hände hoch. Agathe, mach jetzt die Hände hoch, verdammt nochmal.
Hallo? Ah, jetzt geht's. Ah, hier ist was, Guess. Zack. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Eine vergiftete Täuschung. Nicht mehr. Wer seid ihr jetzt? Dann öffne die Augen. Ah, der eine ist es. Der Patriot. Zack. Jo. Steckt den Waffen nieder. Oh, du kommst nochmal mit dem Leben davon. Ah. Zack. Agathe, so muss es doch nicht enden. Die Stücke der Scheibe aus Chichen Itza. Hilf mir doch. Sag mir, was sie bedeuten. Agathe oben auf dem Baum folgen. Woher wissen wir, dass er auf dem Baum ist? Ja, genau, Alter. Muss ich da noch hoch? Ich sagte, du sollst nie davon sprechen. Das Wissen wird uns alle vernichten. Das Wissen wird nur dich vernichten, und du Feigling. Es, worauf stolpern wir dann blindlings durchs Dunkel zu? Oh Gott, ich will nur, dass sie nicht runterspringt. Fort davon. Denke nicht mehr daran. Ja, dafür kommt es ein bisschen zu spät. So ein großes Geheimnis, das du ausmachst. Mentor, zwing mich nicht dazu. Der Agathe, der mich trainierte, ist mutig und ehrlich. Ich weiß, noch lebt er in dir. Lass ihn wieder raus. Was habe ich getan? Ich hätte bei deiner Mutter bleiben sollen. Dann wärst du mein Kind gewesen. Meine Tochter. Und nicht ein solches Monster. Geh jetzt, Agathe. Lauf. Und schwöre, nie wiederzukommen. Soll ich den langsamen Tod eines Feiglings sterben? Wie dieser Ujoa? Mit dieser Schmach lebe ich nicht. Ich... Agathe! Nein! War doch genauso feige, what? Er hat sich seiner Verantwortung ja genauso wenig gestellt wie alle anderen. Agathe, der Pleb, können wir dich Achilles besuchen? Der war gut. Agathes Scheitern als Assassin und sein Mangel an Vertrauen in Aveline führt dazu, dass Aveline jeden Halt verliert. Sie kehrt zurück zu Madeline, bereit sich ihr und ihrer Sache anzuschließen, so. Agathe war ja mal der absolute Trash-Trainer, ne? Auch unsympathisch von Anfang an, so. Folgte deinen Wunsch. Er ist tot. Und die Scheibe? Schwörst du, die Grundsätze unseres Ordens zu befolgen und all das, wofür wir stehen? Ich schwöre. Unsere Geheimnisse zu hüten und die wahre Natur unseres Schaffens nicht preiszugeben? Ich schwöre. Und das von nun an bis in den Tod? Was es auch koste? Ich schwöre. Dann heiße ich dich bei uns willkommen, Schwester. Gemeinsam läuten wir den Beginn einer neuen Welt ein. Einer Welt, in der wir mit all unserer Kraft dafür sorgen werden, dass alles den richtigen Platz findet. Meine Tochter, du bist nun eine von uns. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und somit wurde sie ein Templer, ne? Oh Mann. Ja, Dr. Warren Widdick. Der ist schon tot. Was denn jetzt?
Bürger E in weniger als 2 Minuten. Was für Bürger E? Was passiert denn jetzt? Aber ich habe jetzt richtig verstanden, oder? Dass sie jetzt zum Templer wurde, ne? Der Vater des Verstehens, das war doch Templer geschit. Aber da wäre. Hat sie dann auf jemanden getroffen, der sie niederstreckte? Prinzipiell? Hat Connor sie dann im Prinzip doch töten müssen hinterher? Ich weiß gar nicht, hat man sie im Hauptteil überhaupt gesehen? Nee, ne? Jetzt muss ich mal überlegen. Ah, nee, New Orleans? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. What the? I guess so. Pschung. Nein, nein, nein. Das ist Burger E, ja? So, Chicken McNugget E. Die volle Synchronisation. Vielleicht erfahren wir jetzt, dass sie nur ein halber Templer ist? Und nur so tut oder so? Oh, es funktioniert nicht! Warum verstehe ich nicht? Das kann nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Jahre vergeudet. Ein Leben voller Opfer und... Wir haben alle Stücke, da bin ich sicher. Es sei denn... Hä? Holy! Oh shit! Was passiert jetzt hier? Okay, wir sind Doppelagent. Aua! Oh, komm her. Ja, okay. Ist doch gut. Kein Schaden erleiden, Didi. Kriegt bei jeder Kleinigkeit hier, die machen Schaden. Komm her. Der Peitsche kannst du nicht ausweichen. Oh. Wie soll ich jetzt ein Magistrat bestechen? Kannst du mir das mal erklären? Zack. Okay, die Leichen verschwinden einfach. Deum! Na, Madeleine, tot? Hahaha. Warum? Du gibst dir Ferrer die Schuld für Chichen Itza, doch ich durchschaue dich. Meine Tochter? Nein. Tochter? Nur 2 Menschen dürfen mich so nennen. Eine hast du verbannt, den anderen geopfert. Fingerhut. Du hast Vater mit deiner Fürsorge und deinen Tränken ermordet. Warum? Weil er dich niemals wirklich liebte? Und John? Meine Mutter? Du nahmst ihr Kind, schicktest sie fort. Du hieltest sie als Sklavin, auch nachdem Vater sie befreit hatte. Und nun willst du für mich das gleiche Schicksal. Im Dienste der Menschheit. Für die Arbeit, für die du geschaffen wurdest. Wir geschaffen wurden. Dem höchsten Ziel. Ich werde dir nicht dienen. Nein! Eva führt uns durch den Krieg der Generationen. Es wird große Opfer geben. Großen Kummer, um die Versklavung der Menschheit zu beenden. Nun ist die Zeit, unsere Freiheit einzufordern. Kämpfst du mit uns? Ich kämpfe. Eva wird uns führen. Eva wird uns führen. Es ist getan. Ha!
Holy moly. Okay, okay. Doch keine Templerin. Wie ich dachte, Doppelagentin. Ah, ja. Okay, die Story, muss ich sagen, war schon sehr cool gemacht. Ein bisschen sehr gecuttet und gesprungen, so ein bisschen aus dem Kontext, sag ich mal, weil es immer so ein bisschen hier und da und dann kommt wieder das ans Licht und das, aber kommt noch was? Erudito. Das dürfte es gewesen sein, oder? Ich höre ganz viel kluck, 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 kluck. So, aber Madeline hat also quasi unsere Mutter als Sklavin gehalten. Unser Vater, den sie vergiftet hat mit ihren ganzen Tränken und Bräuchen und sonstiges Medikamenten, hat sie befreit. Dadurch, dass Madeline aber quasi die Kontrolle über die Befreiung der Sklaven hatte, hat sie sie gezwungen, die Tochter, also uns, zu übergeben und bildete uns dann quasi, oder ließ uns quasi von Agathe mehr oder weniger ausbilden, weil sie wusste, dass unsere Mutter da, Connections hat oder uns schon untergebracht hat in dem Sinne. Sie wusste ja quasi auch, dass unsere Mutter dann eine halbe Assassinin ist oder Assassinin, wie auch immer. Und hat dann quasi unser Training, unsere Fähigkeiten benutzt, um ihre Drecksarbeit zu erledigen und oder in der Hoffnung, dass sie uns dann mit dem Wissen der Assassinen in den Bund der Templer reinholen könnte und dann und uns dann quasi zur Doppelagentin zu machen. Aber wir haben unseren Weg selbst gewählt. Sehr coole Story, sehr cool geschrieben. Wie gesagt, das Game an sich, glaube ich, auf der PS Vita wahrscheinlich noch geiler, wenn es dann da funktioniert, ohne Abstürze, pipapo. PC-Port ist so wirklich eine 3 von 10, ehrlich, also absolut Müll. Und damit meine ich jetzt nicht grafisch und Gameplay-mäßig, sondern einfach nur der Port an sich, wie das geschrieben wurde, wie sich das spielen lässt mit Abstürzen, etc. Also technisch auf dem PC. Von der Flüssigkeit her, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, wie es da läuft und so, aber bei mir war es wirklich eine 3 von 10, absolut katastrophal. Aber Story, Gameplay und Charakter, alle sehr cool geschrieben, die man so spielt. Also ich fand Avelyn sehr sympathisch, sehr cool gemacht. Auch ihr Design gefällt mir mega, obwohl ich mal gerne den anderen Hut aufgesetzt hätte, den ich ausgewählt habe, aber naja, gut. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, wie es ist. Ich hätte mir gerne mehr von Avelyn in der Zukunft ersehnt oder zumindest von ihrer Geschichte, dass man da vielleicht noch ein bisschen mitbekommt, was da so passiert ist. Vielleicht sieht man das auch in Black Flag und ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das kann natürlich sein. Oder in Rogue. Wir werden es herausfinden. Wie gesagt, weitere Assassin's Creed Spiele. Ich kann nicht sagen, wann sie genau kommen werden, wann Black Flag dann kommen wird. Ich hoffe in naher Zukunft, aber ich möchte auch ein bisschen was Neues auf den Kanal bringen, mal ein bisschen Abwechslung. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Kuss, Kuss, Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Projekte sehen wollt oder verfolgen, lasst gerne ein Abo da, kommentiert.